Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute geht es um etwas richtig Cooles. Ich muss hier parallel gerade mal ganz kurz die Handys auf stumm machen, weil ich vergesse es jedes Mal. Und heute gibt es nämlich ein... Jetzt ist auch sehr schön. Heute gibt es nämlich ein tolles Video. Viele haben sich's gewünscht. Heute geht es mal um mein Pinselset. Mit was für Pinsel schminke ich denn? Es wird ein bisschen ein längeres Video. Und wieso, weshalb, warum verwende ich welchen Pinsel? Denn beim Schminken ist ja so, jeder Pinsel soll ja auch einen Grund haben, warum man ihn verwendet. Und genau das möchte ich dir jetzt mal so gut wie es geht erklären. Jetzt vorneweg, ich habe einen Mix aus Synthetikhaar und Echthaar. Meine persönliche Meinung ist, in der heutigen Zeit brauchst du keine Echthaarpinsel mehr, weil ein Synthetikhaar in einer guten Qualität das Echthaar imitiert. Und somit spürst du keine Unterschiede mehr beim Arbeiten. Also von dem her, wenn du dir heute neu einen Pinsel holen solltest, dann achte drauf, Tierschutz und so weiter, hol dir einfach qualitativ hochwertige Synthetikhaarpinsel. In der heutigen Zeit muss kein Tier mehr leiden für irgendeinen Schnickschnack, wo mir irgendwo bei der Person nachher im Gesicht rumfummeln. Ja, das braucht man heute nicht mehr, sondern heute sind wirklich gute Synthetikhaarpinsel genauso gut, teilweise sogar noch besser und vor allem einfacher und pflegeleichter. Also ein Kunsthaarpinsel bleibt immer weich. Egal wie oft du den wäschst, egal wie, ein Synthetikhaar, ein Echthaarpinsel, der fängt irgendwann das Pieksen an. Und darum ist ein Synthetikhaarpinsel eh immer besser. Also, wir fangen mal an im Bereich Foundation. Meine Foundation trage ich eigentlich beim Kunden immer ganz grob mit einem Katzenzungenpinsel auf. Also ich trage das quasi hier mit einem Katzenzungenpinsel auf und danach gehe ich meistens immerhin entweder mit einem Kabuki, das habe ich jetzt nicht hier, oder je nach Ergebnis, was du halt haben willst, diese trichterförmigen Pinsel, damit bekommst du einen ganz natürlichen Look, aber die sind sehr lummelig, ja, die sind sehr biegsam. Das heißt, wenn du ein deckendes Ergebnis haben willst, forget it. Kriegst du hiermit nicht hin, sondern diese eignen sich nur, ja, weil sie so schön weich sind, wenn du einen ganz natürlichen Look haben willst. Dafür eignen sich, wie gesagt, diese trichterförmigen. Ansonsten gehe ich gerne mit einem Kabuki-Pinsel hin. Das sind diese kurzen Puderpinsel, wo du das Make-up schön in die Haut stempeln kannst. Und diese normalen Katzenzungenpinsel nehme ich eigentlich nur für Concealer. Ja, weil da kannst du eben den Concealer richtig schön auftragen. Das ist jetzt einer von Lancôme. Da muss ich sagen, der hält so krass. Da löst sich nichts vom Kleber. Also es ist Wahnsinn. Ich habe hier einen günstigeren. Ja, den klebe ich teilweise immer, auch mit Tesa. Ja, ich meine, mir ist es wurscht. Aber den habe ich schon ein paar Mal kleben müssen unten. Aber der hier, ja, Lancôme, der ist natürlich etwas teurer. Aber der hat bis jetzt alles so bestanden. Jedes Waschen, jedes ohne Probleme. Hier ist nichts lose. Also total geil. Naja. Dann habe ich noch, okay, genau, also das ist eher so für die Foundation. Concealer, Katzenzungenpinsel, Foundation eher mit einem Kabuki. Dann fangen wir mal an mit Puder. Puder trage ich am liebsten mit so einem flachen Pinsel auf. Wie du siehst, wenn ich ihn drehe, der ist schön flach. Hat einen Grund, Puder wird immer schöner, wenn du das Make-up fertig hast und du den Puder auf die Haut legst. Ja, nicht kreisende Bewegungen und drauf schmieren sozusagen den Puder, weil dann verschiebst du das Make-up, dann verschiebst du deine Grundlage, sondern Puder einfach rausnehmen und zart auf das Make-up drauflegen und dann hast du ein richtig schönes Ergebnis. Den habe ich aus der Schweiz, das ist ein Schweizer Pinsel und genau, also da achte ich oder werde ich auch darauf achten, sollte ich mir wieder einen neuen Puderpinsel holen, dann hole ich mir definitiv einen flachen, weil man damit eben geiler arbeiten kann. Meiner Meinung nach, weil es eben, wie gesagt, wir wollen den Puder drauflegen und somit kannst du eben auf einmal eine schöne große Fläche bearbeiten. Dann kommen wir zu Rouge, Bronzer etc. Ich hole jetzt mal ein paar Pinsel raus. Ich habe hier drei verschiedene. Warum?
Also ich zeige dir jetzt mal nur meine Lieblingspinsel. Das ist noch ein ganz alter, den gibt es auch nicht mehr, aber guck mal, der ist auch flach. Ja, siehst du das? Das sieht aus wie der Puderpinsel in Kleinformat, in flach. Mit dem kannst du richtig cool ein Bronzer auftragen. Und ganz zart kannst du auskonturieren, kannst du quasi den Bronzer auftragen, richtig schön zart mit der flachen Seite und du bekommst ein ganz rauchiges Ergebnis. Dafür ist der richtig, richtig geil. Wenn ich mehr in die Kontur gehen will, also seitlich am, hole ich mir gerne einen kompakten Pinsel. Mit dem kann ich mich jetzt an der Kontur entlang tasten. Das ist von Zoeva einer. Und somit, weil mit dem spüre ich den Wangenknochen und kann eben richtig schön auch Tiefe geben. Aber auch aufgrund von seiner Form, der ist auch so leicht, leicht ründlich, kann ich zwei Varianten machen. Entweder gegen den Knochen oder auch wieder ganz, ganz zart richtig schön die Schattierung geben am Kunden, ohne dass es fleckig wird. Also auch hier von der Form her richtig gut geeignet, ja, durch seine spitz zulaufenden Haare sozusagen. Also wie gesagt, durch seine Kompaktheit, entweder also wirklich gut zum am Knochen entlang tasten, weil er kompakt ist, aber auch durch die leichte Schräge, was er oben drin hat, auch gut geeignet, um ganz zart eben Rouge, Sonnenpuder, wie auch immer nochmal, oder Konturpuder schön aufzutragen. Dann habe ich noch zwei kleinere. Das ist so eine Spielerei, das war früher, das ist einer von Kirchberger, mein Lieblingspinsel, weil mit dem haben wir früher bei Kirchberger immer auch oftmals Rouge aufgetragen. Kleiner Pinsel, klein, fein, auch wiederum, wie du siehst, der ist flach. Ja, wie du siehst, ich liebe flache Pinsel. Flach, weil auch hier kannst du hingehen und kannst schön, zart den Rouge auftragen. Du kannst fein ausschattieren, ja, ohne dass es zu wuchtig wird. Also kleine, feine, gezielte Arbeiten kannst du mit dem Pinsel machen. Auch wieder eine schöne Dichte an Haare, schön flach von der Form her und eignet sich wirklich eben besonders gut, um, naja, schöne, softe Übergänge zu machen im Wangenbereich. Genau das gleiche hier nochmal, eine Alternative, und zwar von Zoeva. Das ist eigentlich der gleiche, schau mal, nur ein Tick größer. Ja, siehst du auch, schön flach, auch wiederum gleiches Spiel, wenn du Kontur geben willst, ganz zart am Wangenknochen, du hast eine kleine Fläche, einen kleinen Pinsel, wo du eben die Kontur richtig schön zart ausarbeiten kannst. Ja, auch hier oben an der Stirn entlang und so weiter, ohne dass es gleich so boom, so wuchtig wirkt. Ja, also quasi gezielt arbeiten ist hier im Prinzip das Thema. Dann gehen wir mal zu den Augen. Also bei den Augen musst du immer variieren zwischen große Fläche, komplett bewegliches Lid, großer Pinsel. Na, also großer Pinsel, ich zeige dir Unterschied, was ist groß und klein. Siehst du, der hier groß und der hier klein. Ja, groß, klein. Groß, klein. Und zwar auch wieder, wenn du einheitlich auf dem ganzen Lid arbeitest, brauchst du einen großen Pinsel, damit du flächendeckend arbeiten kannst. Da gehst du einmal in den Lidschatten rein, legst die Farbe auf dein Lid und hast die Farbe komplett drauf. Und da habe ich eben auch wiederum einmal einen großen Katzenzungenpinsel, groß und flach, oder auch etwas größer und buschig. Das ist jetzt Geschmackssache. Da variiere ich immer, was ich machen möchte. Im Prinzip vom Ergebnis her bekomme ich das mit allen drei Pinseln genauso hin, wie ich möchte. Aber oftmals bevorzuge ich auch weichere Pinsel, weil mit den weicheren Pinseln kannst du hingehen, Farbe drauflegen und auch direkt aussoften. Also quasi gleich blenden sozusagen, weil die von der Struktur her einfach viel besser sind. Der hier ist zum Beispiel eben, der ist kompakter, der ist härter. Da kannst du zum Beispiel im Bereich Smoky Eyes das Ganze nicht so schön machen, da musst du mit weniger Druck arbeiten. Ja, also das ist aber, wichtig ist dabei jetzt erstmal, das musst du selber für dich rausfinden, was du eher magst. Du brauchst für den Lidschatten einen großen Pinsel, um eben flächendeckend dein Produkt auf das Lid zu legen, sodass du eine einheitliche Farbe hast, ohne dass es fleckig wird. Dann brauchst du den Gegenpart, einen kleinen Pinsel. Warum? Weil du machst ja zum Beispiel auch mal eine Eckbetonung. Und mit dem Pinsel, mit dem kleinen, von der Form her, diese Katzenzunge, die passt genau in den äußeren Augenwinkel. Und somit kannst du hingehen, wenn du zum Beispiel ein Schlupflid kaschierst etc., nimmst du zum Beispiel schwarze Farbe und der passt genau von der Größe, genau in den äußeren Augenwinkel rein, legst die Farbe bei deiner Kundin drauf und wirst nicht zu wuchtig. Na, also
große Fläche, großer Pinsel, kleine Fläche, kleiner Pinsel. Und jetzt brauchen wir aber noch was zum Verblenden. Zum Verblenden kannst du gerne eben zum Beispiel solche Blendpinsel oder Mauspinsel verwenden. Die sind alle ungefähr gleich, haben alle so diese Mausform, wie so ein Mäusepopo sozusagen. Und mit denen kannst du eben schön nachher das Ganze aussoften, blenden, smoky arbeiten. Und da habe ich einfach verschiedene. Ne? Aber die sind von der Form her im Prinzip alle gleich. Einmal zu Eva, zweimal zu Eva, Anastasia Beverly Hills und Malu Wills. Ne? Also quasi alle gleich die Pinsel. Hier Lidschattenpinsel übrigens, der große. Schweiz, Malu Wills, Schweiz. Kleiner Lidschattenpinsel, Schweiz. Die Schweizer. Dann brauchen wir noch, also wie gesagt, normalerweise müsste ich dir das noch ins Detail noch mehr erklären, aber das Video wird sonst zu lang. Das wird jetzt schon lang, aber ich erkläre dir jetzt mal grob eben die Pinsel. Dann habe ich auch noch kleine Blendpinsel. Schau mal, das sind so Mini-Maus-Pinsel. Die sind auch alle ungefähr gleich, von der Größe her. Alle klein, kompakt, spitz. Die sehen ungefähr aus wie diese großen Blendpinsel in kompakt und klein. Und mit denen kann man es hingehen und kann zum Beispiel unterm Auge schön Kontur geben. Ganz leicht, ganz zart. Ich muss mal noch mal kurz hier auf Scharfstellen gehen. Ja, bin ich scharf, oder? Ja, doch, okay. Ganz klein, ganz fein eben auch schattieren. Du kannst eine Lidfaltenbetonung da damit machen, also in die Lidfalte reingehen, schön schattieren. Dafür eignen sich diese Mauspinsel. Da habe ich auch einmal Schweiz. Keine Ahnung, der ist schon verranzt. Was ist das hier? Kolibri. Kolibri, keine Ahnung. Schweiz und Malu Wills, den gibt es nicht mehr. Der ist noch dazu leicht abgeschrägt. Den liebe ich auch, weil mit dem durch diese abgeschrägte Form, ich weiß nicht, ob du das siehst, aber der läuft so wie abgekattet ab und mit dem kannst du jetzt super schön unterm Auge, nämlich nach unten hin, ganz zart schattieren, ohne dass du zu viel Farbe nachher an der Kontur wegnimmst. Also der war auch gut, schade, dass sie den nicht mehr produzieren. Jetzt kommt ein absoluter Lieblingspinsel, den gibt es nicht mehr. Da muss ich auch mal gucken, was ich mache, wenn der mal ganz kaputt ist. Den habe ich schon zigmal geklebt. Das ist ein abgeschrägter Augenbrauenpinsel. Du kennst ja diese hier, diese ganz normalen abgeschrägten oder auch der hier von zu Eva, um Augenbrauen nachzumalen. Aber der hier, das ist ein alter von Malu Wills, der ist genial. Der hat, ich weiß hier gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Mit dem kannst du zum Beispiel schwarze Lidschatten rausnehmen und ganz dicht an deine Kontur am Wimpernkranz ablegen. Dann hast du eine enorm geile Kontur. Und der ist einfach, bis jetzt war das der beste Pinsel ever. Ich muss unbedingt mal gucken, ob ich irgendwo Vergleichbares mal irgendwo finde. Aber ich habe bis jetzt nichts Vergleichbares gefunden. Der wird auch nicht mehr produziert. Sehr, sehr schade, weil das war der beste Konturpinsel für unter die Augen überhaupt. Da bekommt man so ein geiles Augen-Make-up hin. Naja, aber gibt's nicht mehr. Ja, und dann war es es eigentlich. Ja, dann habe ich hier noch so vielleicht so einen Special-Pinsel, kann ich dir auch mal zeigen. Das ist vielleicht mal interessant für dich. Wenn du, ich tusche ja unten nie die Wimpern. Na, unten lasse ich immer frei, ich bin da kein Fan davon. Aber wenn ich unten die Wimpern tuschen sollte, dann gibt es hier, das ist so ein, wie so ein Fächerpinsel in Mini-Format. Da gehst du in die Mascara rein und kannst unten jede einzelne Wimper da damit tuschen und dann hast du schön einzeln getrennte getuschte Wimpern, ohne dass sie verkleben, weil das passiert eben meistens, wenn du unten tuschst. Und da habe ich mir gesagt, hey, wenn, will ich es eher natürlich, also dann eben mit so einem Mini-Fächerpinsel, der ist von Benidura, und mit dem kannst du eben schön unterhalb am Auge entlang gehen. Und was ich dir empfehle, was Pinsel angeht, hol dir keine Sets. Also es gibt im Prinzip, du kennst doch bestimmt diese riesen Taschen, wo gefüllt sind mit 30, 40 Pinsel, wo du nachher aufrollst und anscheinend alles hast, was du brauchst. Vergiss es. Du musst dir am besten von vielen Firmen einfach alles zusammensuchen, weil letztendlich tust du dir da so viel mehr einen Gefallen, weil du eben deine Favoriten, ich tue es kurz einräumen, dann zeige ich es dir nochmal, weil du eben dir deine Favoriten dadurch natürlich selber aussuchen kannst. Und das ist ganz wichtig. Wenn du von einer Marke alles hast,
naja, dann sind da davon vielleicht, ja, vielleicht 4, 5 Pinsel gut. Aber was machst du mit den restlichen 20? Da sind oftmals Pinsel dabei, die brauchst du dein Leben nie. Also das ist teilweise wirklich völlig übertrieben, was man da alles reinmacht. Das wirst du nicht brauchen. Am besten, wie gesagt, erfahrungsgemäß ist es immer, pick dir deine Sahnestückchen raus. Ja, also was, wo du sagst, hey, das ist mein Pinsel, total geil, mit dem komme ich zurecht und fertig. Aber so, ich bin kein Fan von diesen kompletten Pinselsets, weil es einfach... Ja, es kann nicht immer alles gut sein. Schau, und so sieht es bei mir aus, ja, das sind auch alles eben verschiedene Marken, wie gesagt, aus der Schweiz, Malu Wills zu Eva, Anastasia Beverly Hills, Horst Kirchberger, Lancôme, was habe ich hier noch, Benidura, zu Eva habe ich glaube schon gesagt, oder, also quasi, pick dir überall die Sahnestückchen raus und dann tust du dir wirklich am einfachsten. Ich hoffe, jetzt reicht es auch von der Länge des Videos. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick geben. Ach, ganz viele. Die Frage tue ich dir auch noch. Vielleicht hast du es schon gesehen. Schau mal, hier ist ein Löffel. Das ist total geil. Achtung, ich komme mal ein bisschen näher. Siehst du? Und witzig ist immer, ich werde immer auf diesen Löffel angesprochen. Viele fragen mich immer, warum hast du einen Löffel dabei? Und ich möchte dir mal was sagen, was die meisten denken. An was denkst du als allererstes, wenn du jetzt zum Beispiel den Löffel hier drin siehst, und ich bin Make-up-Artist, Beauty-Szene, wie auch immer. Genau anders. Das ist so strange. Jeder spricht mich drauf an, warum ich einen Löffel da drin habe. Okay, ich erzähle es dir natürlich nicht, um mir irgendwas anzukochen, sondern das hier ist ein ganz besonderer Löffel und zwar von der Lufthansa. Eine Spanierin hat mir damals erzählt, dass die Spanier, wenn die mit der Lufthansa gereist sind, der Lufthansa immer diese Löffel stibitzt haben, weil diese Löffel haben eine ganz scharfe Kante. Wenn man hier drüber fährt, die ist ganz scharf, da ist nichts abgerundet. Und da kannst du hingehen, oder die Spanier, und wenn du das über deine Wimpern schnippst, wie so eine Art Geschenkpapier, kennst du das? Das Geschenkband an der Schere entlang, dann zwirbelt sich das so auf. Und die machen das immer an ihren Wimpern und haben somit eben nachher eine natürliche Wimpernwelle. Und das funktioniert nur mit den Löffeln von der Lufthansa, weil die eine scharfe Kante haben. Mittlerweile gibt es diese Löffel nicht mehr. Und ich bin vor Jahren mit der Lufthansa nach Istanbul geflogen und die hatten diesen Löffel. Und Leute, ich habe Tode geschwitzt. Ich habe gedacht, ich brauche diesen Löffel. Naja, und haben mitgenommen. Und darum, ich mache mit dem Löffel nie was, aber seitdem ist er einfach ein Bestandteil von meinem Schminkkoffer, weil im Prinzip das einer der wenigen Lufthansa-Löffel ist, die es noch gibt. Und mit der scharfen Kante, wie gesagt, kannst du deine Wimpern schnipsen und eine Wimpernwelle reinmachen. Darum habe ich den Löffel drin. Ihr Lieben, also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare. Rock the Make-up und liebe Grüße aus aktuell noch Berlin. Ciao.